Also für mich ist ein gutes Spiel das Spiel, was ich als Spieler oder der Spieler an sich für gut empfand. Es hat sich gelohnt, die Zeit zu investieren. Und ja, man hat tatsächlich Spaß gehabt oder man ist traurig gewesen. Auf jeden Fall soll es sich gelohnt haben. Ja, also ich kann da nur für mich sprechen und mein letztes Projekt bei Dedelic, das war extra angelegt für alt und jung, weil es ein Märchenspiel war. Und da habe ich mich dann bemüht, Dinge rauszuhalten, die Kinder zum Beispiel, die für Kinder sich nicht eignen würden. Also so GTA 5 Inhalte, wo man dann Leute aus Zorn bluten lässt, habe ich versucht dann rauszuhalten und so ein bisschen mehr Magie zu erzeugen. Ja, aber ob das jetzt bei meinem Kollegen Poki und Mitbegründer so ist, der Deponia gemacht hat, also ich würde ihn als wahnsinnig bezeichnen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das Spiel in erster Linie für alle Leute macht oder in letzter Instanz dann für sich selbst. Aber das tun wir, glaube ich, alle.